Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir, den Kabin, auf sein Türmchen oder irgendwann mal Türmchen. Und ich habe jetzt schon eine Schnur gespannt und ich kann sagen, das funktioniert wunderbar. Ich habe schon die erste Reihe dran. Das Schöne ist, ich kann die jetzt da reinschmeißen und ich brauche auch nicht mehr hochlaufen. Ich kann das jetzt alles so machen. Das ist wunderbar, ist das. Das ist genauso, wie ich das mir letztes Mal vorgestellt habe. Aber ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Also ich hoffe, dass ihr das gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut euch die Folge nochmal an. Also nachdem ihr die geschaut habt. Denn es gab gestern ein paar kleine Bauprobleme. Aber wir haben das alles hingekriegt. Hat aber die ganze Sache ein bisschen verzogen. Verschoben. Verzogen? Verschoben? Naja. Der Bau verzögert sich ein bisschen. Also die Fertigstellung. Aber jetzt wird das gehen wie Bienchen. Es sei denn, passiert nochmal. Bitte lass es nicht nochmal passieren. Bitte nicht nochmal. Hui! Seht ihr? Die landet genau hier drinnen. Das heißt, das fällt schon mal nicht runter. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Ich brauche ein Erfolgserlebnis und das hat funktioniert. Wollte ich es gerade zurückschicken. Man gerade so noch die Kurve kriegt. Der Doofe ist, ich muss jetzt halt quasi immer offen lassen, obwohl ich zieht das einfach dann bloß eben halt eine Etage höher. Jawohl. So wird es Sinn. So machen wir das. Das beschleunigt unser Bau natürlich orbitant. Also voraussetzt, ich komme da jetzt ran. Kann ich jetzt nicht mehr springen oder was? Oder wie? Oder wie? Ah, jetzt seht ja, wir haben ja gestern hier die Treppe umgebaut. Also versucht. Und haben es auch geschafft, aber nach Mittendenzen. Aber die wurden ja beseitigt. Seht ihr? Es wurde alles wieder ins Lot gebracht. So, genau. Alles im Lot auf dem Boot. Alles im Buddha. Bei Kabinen. Jawohl. Naja, gut, war. Jetzt brauche ich eben halt bloß ein Holz. Naja, gut, ich komme ja nicht komplett bis rüber. Muss mal kicken, ob ich nicht hier so ein Holzdinger. Ich muss denn doch. Langsam, aber sicher muss ich die Sache ein bisschen optimieren. Oh, jetzt, nach 300 Folgen, dieser Hannes. Naja, ich wollte es ja, aber das ist alles so. Ich habe keine Lust, hier so eine Unterbrechung drin zu haben. Wenn, dann muss es funktionieren. Und ich habe gedacht, dass Kelvin funktioniert. Ja, gut, die Steinfront ist ja am Fronten. Brauche ich bloß noch eine Holzfront. Aber da muss ich mir mal so ein Zwischenlager bauen. Das ist das Problem. Ein Zwischenlager. Aber gut. Wir stellen lieber den Wagen ständig im Weg, wa? Find den Fehler. Ja, gut, vielleicht brauche ich denn dadurch hoch in 2 Schritte. Die man sich sparen kann. Gut, vorher hatten wir das ja so gemacht, ihr habt. Es gab mal Zeiten, habe ich das so gemacht. Das waren noch Zeiten. Ich muss ja bloß gucken, ob ich hier diese Beete hoch in die Mitte stellen kann. Steine lasse ich erstmal so. Wie gesagt, dann werden wir bloß nach oben ziehen. Das wird schon funktionieren. Haben Sie Vertrauen. Schon wieder Hunger. Das ist Wahnsinn. Der frisst mir die Haare vom Kopf. Kopf. Ich krieg das nicht raus. Ich krieg das nicht raus. So, warte mal. Der Mystiker rein theoretisch immer noch hier so ähnlich wie Stämme doch hinsetzen. Ich glaube, das ist korrekt.
Weil die müssen ja dazwischen geschoben werden und dem muss das ja funktionieren. Ja, ist doch gut, du kriegst doch gleich was zum Essen. Mann, hab dich nie so. Da innerin. Warten Sie mal. Ich muss erstmal. Pack das erstmal hier hin. Nachladen. Immer noch nachladen. Achso, weil die Schrutz ist. Ah, deswegen lädt er nicht nach. Das war ja verkehrt. Jetzt. Also, wie weit komme ich denn damit? Hä? Ich schwöre, wir haben das letzte Mal probiert und da hat es nicht funktioniert. Ey, du willst mich verarschen, oder? Wir haben das letzte Mal hier rüber gespannt und da hat es nicht funktioniert. Ich nehme das zurück, was ich gesagt habe. Es funktioniert doch. Oder war das bis hierhin? Ach, ist ja jetzt egal. Ja, dann funktioniert das ja doch. Ich schäme mich jetzt ein bisschen. Hätte ich jetzt im Keller, würde ich reingehen. Um mich zu schämen. Aber das kann sein, dass das wirklich die paar Millimeter sind. Warte mal, das muss ich nochmal versuchen. Alter, wenn das jetzt auch funktioniert, dann raste ich aus. Ich bin ja jetzt hier. Alter, ich hätte doch hier ranzimmern können. Ey, du willst mich verarschen. Ey, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ich spiele The Forest ab morgen nicht mehr. Ein Scherz. Ey, ich hab das doch probiert und da hat er gesagt, nee, das geht nicht. Verdammt nochmal. Jetzt muss ich erstmal kicken, wo er das denn hinpfeffert. Naja, gut, an der Höhe ist Licht. Das Licht nicht. Ups. Hinterher. Dusch. Gut, da muss es hin. Das sieht fast wie ein Stapel aus, wa? Ach, wisst ihr was? Lass ich so. Ach nee, das darf ich nie so lassen, weil sonst habe ich Probleme. Ups. Und zwar, was das Lagern angeht. Sonst mache ich hier Feierabend und dann denke ich, ah, hab ja alles hier fertig und so und dann ist nichts fertig. Nee, das darf ich so nie machen. Da muss ich wirklich ein Lager einbauen. Ist ja heute schon. Das fängt schon wieder gut an. Das ist heute die Folge der Erkenntnisse. Quasi, wir hätten alles schon fertig haben können. Naja. Jeder tut so, wie er kann, ne? Manchmal schneller, manchmal langsamer. Ja, ja. Ah, schön. Sag mal, kann ich das jetzt überhaupt hier hinsetzen? Behälter. Da sind sie doch. Drehen, ja. Ich kann sie hier hinsetzen. Die würden genau hier drin landen. Würde ich jetzt sagen. Kevin, du wurdest degradiert zum Zuschauen. Das ist genau das, was du wolltest, ne? Er hat jetzt ein volles Grinsen gemäßigt. Ich brauche heute nichts mehr machen. Und die nächste Zeit auch nicht. Nee, das kannst du vergessen. Freundchen. Musst noch genauso viele schleppen wie vorher auch. Ich meinte natürlich Hilfsarbeit leisten. Ne? Sehe nichts. Ist schon wieder dunkel oder was? Der stellt das mitten im Weg, der Hannes. Ne, warte mal, ich geh mal jetzt schon pennen. In Dunkeln ist. Hey, wir haben Besuch. Ja, ja, du, ich weh, sieh mal zur Seite.
Er ist weg. Und der andere ist gerade am Trinken. Er trinken. Kelvin, geh bitte nicht dahin. Alter, der rennt genau in ihre Richtung drin. Ist er jetzt hier, oder? Nee, der ist immer noch unter uns, wa? Hä? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist niemand. Nicht die Bohne. Ihr verarscht mich doch. Keine Ahnung, was Kelvin da hinten macht. Der geht bestimmt da hinten los. Das macht mir jetzt Sorgen. Kelvin ist nämlich nicht hier. Aber er ist doch noch da. Hey, ein Schädel. Oh, danke schön. Ist genau den Papa suchen. Jetzt noch 32 Tote, Totems, dann haben wir was. Wenn ich einen Schnuff sammeln, dann sammle ich. Wupp. Naja, in der Hinsicht. Nie war es zu spät als nie, ne? Sag mal so, dann hätte da nicht so viele Folgen gehabt. Dann wäre man nämlich jetzt schon durch. Man muss immer das Positive sehen. Denn nur wer positiv sieht, ist positiv. Nee, das ist verkehrt. Also, positiv. Ups, eingestellt, meinte ich natürlich. Hab's entsorgt. Was war denn das eben? Mein Körper macht komische Geräusche. Naja, das liegt daran, wenn du Pause machst und was isst und was trinkst, dann ist der Magen am Arbeiten, Karbin. Ich habe nämlich gerade eine Pause gemacht. Aber das hatte ich ja gesagt, ja. Und zwar in der letzten Folge. Haha. Wie viele brauche ich jetzt noch? Na gut, da sind ja auch noch die Holzstücke von der anderen Sache. Der ganz anderen Sache. Switcher, Switcher, Switcher. Kannst ja einsammeln. Daraus kannst du Giftpfeile machen. Ey, wir haben noch keine anderen Pfeile gemacht, was? Also keine Gift, keine Feuerpfeile, nichts. Die sind ja auch neu. Ich hab jetzt nicht gefurzt. Als ihr das hören solltet, ihr gehört haben solltet, ich hab mir nur richtig hingesetzt. Und da der Sessel ja zum Teil aus Leder ist, kann es manchmal sein, dass da komische Geräusche entstehen. Aber trotzdem ist es lustig. La, 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 la. Ich habe gedacht, das wären mehr gewesen. Ich hätte gedacht haben, das wären mehr. Hau ab. Du Stein, du. Eiche, Steinanas, Ananas, wie auch immer. Oh, ich würde mir immer noch wünschen, dass sie hier eine Angel einfügen. Ich will hier angeln können. Mein letzter Versuch zu angeln hat ja nicht funktioniert. Oh, ich sehe schon wieder, es wird bald wieder schneien. Schanipp, schanipp.
Sag mal, das kann doch nicht sein. Ich will es da haben. Genau, bitte. Hallo? Ein Gestrüpp, ein Ast. Ich lach mir nass ab. Wir haben's gleich. Und das alt bloß für ein bisschen Holz, Alter. Dieser Aufriss. So, weiter geht's. An der Holzfront. Eigentlich hätte ich gern Kelvin dafür, aber der ist gerade für diese Arbeit nicht geeignet. So, da bin ich wieder. Mann, Mann, Mann. Gerade einen Hustenreiz gekriegt. Unangenehm. Mir laufen so ja die Tränen. Alle nur, weil hier keine Däumchen hier. Ein Träumchen. Bin ich ganz traurig. Hat's funktioniert? Ja, auch hier wieder. Sei ihr gesagt, wollt ihr mich unterstützen? Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Damit unterstützt er mich. Zeigt damit YouTube. Das Video könnte interessant sein. Und dann wird es weiter vorgeschlagen. Hallo du. Und dann. Ja, und dann schauen wir weiter. Palim, palim. So, Kelvin. Ich sehe, Ellie hat Spaß. Ellie, brauchst du Hilfe? Bin schon unterwegs. Mal, du Hannes, du. Ellie? Wo bist denn du? Ellie? Die schwimmt. Hallo, guck mal, ich kann planschen. Die ist schon lustig, ist die. Die hat's mit Humor. Erstmal nebenbei die Leute abgeknallt. Und beim Schwimmen. Die hat's drauf, die ist Multitasking, ist die. Und der Kelvin ist auch da. Also quasi haben wir jetzt unser Holz und unser Steinproblem. Quasi theoretisch unter Kontrolle. Ups. Mehr oder weniger. Kelvin, bevor du hier an Naschen bist, brauch noch mehr Holz. Ich brauche deine Hilfe, Kelvin. Danke. Kann ich die füllen? Dann halte ich die nämlich hier vorne für Dach. Dachte ich mir doch. Und dann könnte ich die auch hier so ran rinschieben. Hehehehehehehe. Obwohl, die Dinger sind eh schneller. Oder auch nicht. Wir sehen, dieses eine Problem existiert immer noch. Du kannst hier nicht durch. Nein, du kannst hier nicht durch. Will ich nicht mehr. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Schnell, 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 schnell. Er ist noch am Wasser in das installieren. Installieren? Inhalieren, Kabin. Er inhaliert es. Installieren tut er ja nicht. Nom 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 nom. Lecker, Nachbarn. Kelvin, das ist ekelhaft, was du machen tust. Doch, ist es. Man isst nicht einfach fremde Nachbarn. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Knabbert einfach die Nachbarn an. Ich glaube, ich krieg eine Macke mit den Typen. Der ist völlig knatscht verrückt. Der ist wirklich, also. Und jetzt sage ich.
Das hat schon Gewicht hattet. So, wie gesagt, dann ziehen wir das einfach. Das nächste Stück nach oben. Und dann geht das weiter hier. Das macht die Sache viel einfacher, seht ihr? Fatz, fatz. Es wäre jetzt noch geil, wenn er das da auch hinschmeißen würde. Aber naja, gut, man kann nicht alles haben, ne? Man kann alt essen, aber nie alt wissen. Oder so. Warten Sie mal. Da, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Bei mir sind es sehr, sehr fette Späne. Ist so. So. Dann haben wir das. Dann ziehen wir den hier hoch und dann passt das schon. Ich hab doch gesagt, diese Folge mindestens noch 2 Etagen. Dann nochmal 2 und dann nochmal 2 und dann nochmal 2. Und dann können wir von ganz oben sehen, dann können wir immer um die ganze Insel hier so quasi. Das ist der Startpunkt und wir können überall hinfliegen. Über den Berg rüber. Da seht ihr, was wir noch vorhaben. Nein. Aber ich würde mich schon fragen, ob wir von der Höhe. Man braucht Ziele. Aber erstmal hier über den See rüberkommen. Auf die andere Seite des Dings da rüberfliegen. Dann können wir mal noch überlegen. Das ist ja nur eine Überlegung. Ne, also. Vielleicht kann man die auch so, ja. In der Realität rinschimmern, aber erstmal ist es bloß eine Überlegung. Aber eine interessante. Eine interessante Überlegung. Genau. Ups. Kelvin, ich hoffe, du hast wieder was schnicket für mich, denn ich bin nämlich gerade holzlos. Und du weißt, ich holz das nicht aus. Das geht so nicht. Ich bin mal wieder unterwegs. Hier ist die S-Bahn. Hui! Ellie macht da oben Patrouille. Schnell, schnell. Er hat's nicht mitgekriegt. Das Holz ist jetzt nicht mehr da. Kicken, ob es ihm auffällt. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Und ich wollte noch was anderes. Ach, warten Sie mal. Wenn ich schon mal hier bin. Nee, nee, nee. Nee, wieder. Zu weit oben, wa? Kommt da nie ran. Schafft da so nie. Ja. Ich weiß das. Aber ich will ja. Ding mit Köpfchen machen, wisst ihr? Warten Sie mal. Ich hab da eine Idee. Wird das eine goldige Sache? Ich weiß es nicht. Das goldene Zeitalter hat begonnen. Naja, gut. Die Fackeln. Ja, muss man nicht. Aber das Köpfchen schon. Ich kann. Ach so, das sind bloß die Spitzen. Ich wollte gerade sagen, ich rutsche nur auf Gold, aber naja, gut. Hätte ja funktionieren können. Okay, es war bloß ein Versuch. Schön, dass es funktioniert, aber ich muss mir dann ständig hochbauen. Das ist natürlich denn. Aber das ist ein Risiko, was ich eingehe. Was heißt ein Risiko? Da tue ich ein, aber so was von. Das wird goldig. Kelvin, ich verlasse wieder. Ich verlasse dich wieder, so rum.
Hast du wieder ein bisschen Zeit? Alter, der passt perfekt, wa? Ey, gut, wo sollten sonst hin, das Holz? Das kann ja nirgendwo hin. Und ich sag halt mal lieber nicht. Holz kann hier überall hin. Ups. Da hinten war ich noch. Was ich noch nicht weiß, ist, wie sich das damit verhält, wenn ich da Steine aufbaue. Aber das werden wir noch rausfinden. Das werden wir hier rausfinden. Herausfinden, Karbin. Herausfinden. So, jetzt kann ich das erstmal zumachen. Ne? Nee, so war schon richtig. Das war so korrekt. So, das heißt, ich muss jetzt hier so dasselbe Spiel wie da drüben, also wie vorhin, und das dann wieder abbauen. Weil erst muss ich das machen, weil sonst kann ich die Rutsche nicht anbauen. Hallo? Genau. Ich muss die erstmal verbinden. Da muss erstmal eine Verbindung da sein. La 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 la. Tralala. Genau. Da muss da jetzt in die Wand rennen. Und dann ist es schön. Schön, schön. Nee, warte mal. Ich muss erstmal die anderen hier abbauen. Geht ja auch so. Das geht ja auch so. Na, so was aber auch. War denn nicht wahr? Nee. Nee, das geht nicht. Na, dann machen wir dem halt nochmal anders. Und zwar richtig. Der Baum kann weg. Baum fällt. Bitte nicht. Ich hatte einen leichten Anfall von Ellie. Aber habe ich mir wohl eingebildet. Gut, also muss ich das verbinden. Das Tier fällt mir auch noch nicht so ganz, dass es nicht so ganz gerade ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also, ich muss das. Nee. Also, ups. Erstmal nochmal hier ran. Und immer nochmal da ran. Dann kann ich. Den? Ja, jetzt. Ist das jetzt korrekt? Haben wir gleich. Das haben wir doch gleich. Oder auch nicht. Den oben weg haben. Ups. Den oben weg. Den weg. Naja, gut. Da muss ich mich wohl noch ein bisschen Mühe geben. Gut. Das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Das ging doch da drüben auch. Oh, schräge. Mach zu, der Buch, ich brauche das nicht. Ich brauche das Phänomen der Schräge. Nicht den Stein, die Schräge, Mensch. Ach, hier ist ja noch. Gut, hätte ich hochnehmen können. Ah, naja, gut. Ist nicht die erste und nicht die letzte, die ich brauche. Glaube ich. Da ist eine Schräge und. Ah, siehst du, ist überall eine Schräge.
Ist ja schräg. So, jetzt müsste... Ups, aber gehen. Ja, es geht. Autsch. Und wie es geht. Nun gut. Nee. Nee. Warten Sie mal. Der Kabin wollte da Steine reinschmeißen. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, ich sammle erstmal ein paar Steine. Mach die Wand zu. Und nu spannen wir das nach oben. Aber der Grundstein ist schon wieder gelegt. In der Zwischenzeit kann Kelvin schon mal ein paar... Wie gesagt, dürften ja schon wieder ein paar Hölzer da sein. Hölzli! Ich hölzli nie aus. Ja, ich weiß. So. Nee, wie ich steht. Muss denn einfach bloß eine Etage höher. Würde könnten ein paar Steine zu wenig sein. So. Gut, da muss ich wohl nochmal ran. Naja, Hütte schweben kann es nicht. Das macht die Sache. Nein! Oh, geht ja immer noch. Da musst du erstmal dahin. Gut, verdammt. Warten Sie mal. Die Steine landen ja trotzdem hier drinne. Ich muss erst mal. Nein. So. Immer da. Komm mal runter. Oh, er hat es immer noch. Lalala. Sie genau dasselbe Ding wie vorher auch. Also, bitte funktionier. Das hat vorher auch funktioniert. Also. Es ist nur eine Etage höher. Das ist wie ein Silo. Nur gefüllt mit Steine. Na ja, gut, wa? Na komm. Du willst das, ich will das. Wir wollen das fertig kriegen, bevor es anfängt zu schneien. Also nicht, also die Atome nicht, aber das, was wir jetzt angefangen haben. Ja, genau. Das möchte ich dann auch schon so vielleicht ein bisschen fertig haben. Vielleicht kann ich ja irgendwie Kannibalen irgendwann mal adressieren. Oh, Alter, das wäre schön, wenn man die irgendwie abrichten kann. Steine schleppen. Mehrere Kelvins, mehrere Steine, mehrere Möglichkeiten. Juhu! Bin zu Hause. Wer noch? Machen wir erstmal hier zu. Fertig. So. Tü-tü-tü. Weil, wie gesagt, die Treppe... Musst du erst drin. Also muss nicht, aber es wäre schon schön. Da tätet. Teterete. Komm ich da jetzt? Ich habe gedacht, ich kann da ranspringen, aber nein, hat nicht funktioniert. Wie ihr sehen habt.
da meine ganze Rüstung Arsch. Naja. Gut, nee, das liegt. Schnetzelei und so. Daran hat sie liegen. Nicht, dass ich von Haus gefallen bin. Niemals. Das wird schon reichen, dass ich diese Lücke schließen kann. Naja, vielleicht denn doch nicht. Vielleicht doch. Vielleicht doch. So, jetzt muss ich hier, warum geht das jetzt nicht? Nee. Warum geht denn das nicht? Warum kann ich denn jetzt keine Schrägerin setzen? Hä? Aber es hat doch funktioniert. Ach, weil hier ein Stein fehlt. Es fehlte noch ein Stein. Arbeite es an diesen einen Stein? Das ist ein besonderer Stein, deswegen schleppe ich den einzeln hoch. Weil mit denen wird das fallen, stehen und fallen. So, das ist schon mal korrekt. Lass den Rest, den ich mir gerade gedacht habe, auch korrekt sein. Da müsste nämlich das Ding hier jetzt reinpassen. Ja, sag ich doch. Ich hab's doch gewusst. So, naja, gut, war die nächste Etage. Zumachen. Genau. Erstmal brauche ich Holz. Von der zweiten Etage, wie gesagt. Oh, nee. Nee, Kelvin. Geht's dir noch gut? Ihr habt Kelvin angefasst. Kelvin? Bist du noch? Ja, du bist noch da. Du bist noch da. Bitteschön. Dann werde ich mich mal um den auch kümmern. Da legen die sich auf unsere Brücke, Club. Ist es hier so weit, oder was? Du für jeder kommen, oder was? Und waren bloß zwei hier? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Und jetzt taucht Ellie wieder auf. Immer zum Schluss, wenn die ganze Arbeit getan ist. Nee, 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 Kelvin. Aus! Sitz! Psst! Geh weg! Hol Holz! Aber nicht das. Hu! Ha! Hu! Ha! Sie kommen hier nicht durch! Hat er gesagt, du kommst hier nicht durch. Eins, zwei, drei. Weiche! Kelvinas! Du brauchst dich ja nicht verstecken, ich hab dich gesehen. Kannst mal klauen, du. Den Faden verloren.
Der Tollste ist jetzt noch da und gleich aber nicht mehr. Als ob niemand da gewesen wäre. Also Kelvin, was soll denn bitte? Hier ist ja nichts drinne. Mann, ich war die ganze Zeit weg. Was machst du denn hier die ganze Zeit? Nichts oder was? Nimm jetzt deine zwei letzten Holzer mit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kommst hierher und dann ist hier nichts da oder was? La 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 la. Ja. La 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 la. So. Die Treppe hat sich versetzt. Ja, vielleicht mache ich das dann auch noch Stein. Ich weiß es noch nicht. Aber erstmal will ich das fertig haben. Und dann kannst du wieder nie wegreißen. Das kann passieren. Dann bleibt es so. Aber rein theoretisch müsste ich das auch wieder abbauen können, holzmäßig. Weil das hat ja hier eine Strahlung. Siehst du? Rein theoretisch müsste das funktionieren. Außer hier. Da geht es nicht. Aber hier muss es auch so sein, weil es Balkon. Balkonholz. Muss so sein. Naja. Schon wieder Nacht? Wird schon wieder dunkel oder was? Ich habe hier keine Sonnenseite. Kann das sein? Also ich habe das Gefühl. So, jetzt muss ich hier hoch nochmal. Dass ich hier eine total kack Gegend habe. Zwar Wasser schön und so. Also muss ich jetzt mal so machen. Aber der Rest ist schon Kokolores. So, und dann muss das wieder abgebaut werden und dann passt das schon. So. Aber 20.000 Mal gemacht. 20 Mal finde ich das neu raus. Lalala, lalala. Schubidu. Nein, nein. Naja. Ich das Buch raus hat. Oh, aber ich muss dann aber auch hier Lämpchen und so einbauen. Oh, ich sehe, Ellie hat Spaß. Nicht ich sehe, ich höre. Ich hoffe, dass sie das schaffen wird. Zweiter Versuch. Nein. Nein. Ja. Nichts mehr schießen. What she's it? Na, Ellie, auf keinen Fall. So. Was war das? Da sind Geräusche, die so nie sein sollten. Vampire. Es waren Vampire. Ui, das Kreuz. Ach, siehst du, ich wollte eigentlich das Kreuz noch vergolden, wenn das geht. Das können wir morgen machen. Weichet! Da, ein Kreuz! Ich hab ein Kreuz mit euch, du! Da zeig euch, hier! Nee, nee, hier, Kreuz! Wat, lalalala? Fängst du jetzt an zu singen, oder was? So weit kommt das noch? Musikalische Mutanten oder was? Sind wir hier im Mutantenstadel oder was? Jetzt ist aber gut. Ups, wo bin ich denn hier? Na gut, Leute. Ich lege mir jetzt aufs Ohr. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Däumchen, Träumchen. Und ich bin jetzt raus. Tschö.